Und weiter geht es mit Icarus Online als EU NA Release Riders of Icarus. Über den Namen kann man sich jetzt streiten. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war. Also hier fängt es gerade extrem an zu laggen. Ich kann euch nicht sagen, warum das an der Stelle so extrem leckt. Das kann natürlich die Säule da hinten sein, die so leckt. Ja, das ist also jetzt ein bisschen übel. Hier gibt es Einhörner. Guckt euch das mal an. Wieso ist der rot? Ach so, weil ich den anvisiert habe. Okay. Wir versuchen mal hier ordentlich einen rauszuknallen. Ah, okay, die sind Level 2 gewesen. Da waren die Wölfe in der vorherigen Folge auf jeden Fall stärker. Ja. Okay, nach vorne doppelt drücken ist teleportieren, nach hinten genau dasselbe. Ah, jetzt krieg ich Level 8 oder was? Nee, doch nicht. Schade. 87 XP. Gucken wir mal eben hier. 87 XP und der eine Mob brachte 20. Teleport to the Region, ja genau. Also. Hier soll ich das Ding hier aktivieren. Das hier ist dein Teleport zum woanders hin teleportieren. Du hast einen Teleportationsstein, du kannst dich dann zu der Teleportationsstelle hin teleportieren. Oder du wirst da respawned. Da dürfte jetzt aber das Level abgeben. Damit kann ich auch die nächste Waffe benutzen hier. Bam. Sir Markus, ich hätte gerne... Da hinten ist ein Händler. Ich hätte gerne direkt schon mal... Fragilsteine oder irgendwie so heißen die. Wie hießen die? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Also ist das eine Quest? Nee. Hätte aber sein können, dass er sagt, bring mir Zeug. Merchant Trainee. Beast Trainer. Also das hier muss ich glaube ich noch ein bisschen sensitiver machen, ein bisschen feiner. Okay, was hier? View range more. Kamera speed langsamer. Höhe, Maus Sensitivität, ja, apply, confirm. So. Ja, das ist schon etwas besser. Ja, hier sieht man wieder, was ich in meiner ersten Folge gesagt habe, dass die Umrandungen zum Teil wirklich, ja, dasselbe Problem, wie man auch bei Black Desert gemerkt hat. Die bieten zwar die erhöhte View Range an, aber die Grafik ist zum Beispiel für sowas viel besser ausgelegt. Ihr seht das zum Beispiel hier an den Stäben, ja, das wäre jetzt Standard. Sicht, aber wenn ich jetzt rauszoome, wird halt alles extrem pixelig und dementsprechend sieht das ganze Spiel schlechter aus. Das wollen wir ja nicht. Also machen wir es lieber wieder ein bisschen näher ran und haben es wieder schöner. Aber ich wollte eigentlich diesen komischen Shop da hinten anlabern. Wieso gibt es den denn nicht? Doch, hier, Potions. Aber er hat nicht das, was ich brauche. Das hier ist Online-Währung, habe ich nicht gekauft. Das ist hier so normal drin. 200 Can. Ausschluss. Keine Ahnung. Na ja, Beginner meiner Potion, da stehe ich jetzt nicht dran. Bis wohin? Stärke, Intelligenz. Ja, 2 Silber. Dann nehmen wir direkt mal so ein Ding mit. Und ein Dex auch. Und ein Stärke auch.
Ja, machen wir die nächsten 15 Minuten jetzt hier auf jeden Fall Rambazamba. Ich werde jetzt auf jeden Fall. Aber hier muss doch noch ein zweiter Shop sein. Hokkanis looks better on a full stomach. Ah, nee. Und nee, das. Ist es das? Okay, nee. Das ist nicht das, was ich meine. Ah, hier Extractor, genau. Das meine ich. Aren't you So, und hungry? den benutzt man mit Rechtsklick hier auf so ein Teil, was man nicht benötigt. Ja. Assistant exklusiv, okay. Zack, zack. Und dann kommt sowas hier raus. Und das hier upgradet dann halt deine Main-Waffe. Die ich jetzt natürlich nicht upgrade, weil das nicht meine Main-Waffe ist, weil ich weiß, dass es dafür eine 110er gibt oder so. Aber damit kann ich jetzt zum Beispiel upgraden. Das heißt, ich mache alle Sachen, die ich droppe, nehme ich alle auseinander und habe dadurch meine Upgrade-Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gelbe Sachen, goldene Sachen upgrade, da er hat einen fetten Leck, Slider, Michael Jackson, dann nur hinter, ja, anscheinend da, komme ich hier rüber. Wenn ich ein goldenes Teil auseinandernehme, habe ich natürlich so ein Upgrade-Ding mit Stufe 35, 40, 45 oder so. Und wenn ich... I'll make sure you know how to tame a familiar. I'll make. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel wie gerade das auseinandernehmen, dann kriege ich zum Teil auch Level 5 oder Level 10, 15 halt, ne? So. Jetzt habe ich einen Hund. Was macht denn der? Ach, Taming. Ach, ich soll mir ein Pferd tamen, ein Hund. F12. Echt jetzt? Okay, jetzt zieh ich nochmal darüber. Ach, ich muss da glaube ich hinrennen. Warte mal. Ah, ich muss draufspringen. Und jetzt? Weh. Fail. Eieiei. Okay. Hier sind meine Taming Points reduziert worden. Ja. Dann nehme ich den hier. Was ist das denn, ey? Man muss sehr schnell die Tasten da umdrücken. Weil umso schneller die triffst, umso eher ist die Chance, dass dir ein anderes Skill kommt, bevor unten der Balken voll geht. Was denn? Oh, ich habe hier... Oh, das ist eine Zeitquest auch noch. Ja, das ist natürlich schwer, ja? Muss ich auch in dieselbe Richtung gucken? Weiß ich gar nicht, glaube ich nicht. Ja, das wird wohl funktionieren. Komm, 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 nein! Ey, das gibt's doch nicht, Alter! Was eine Quest. Also nochmal. Ja, jetzt brauche ich noch einen. Ach, hat geklappt. Ja, sehr cool. Jetzt kann man mit dem Mount reiten. Können wir das auch irgendwo angucken? P? Ne, da sind nur meine Titel drin. Ja. Sollte man benutzen. Ja, warum kann ich den denn nicht benutzen? Ja, jetzt haben wir also fett gelevelt, ohne was zu machen. Komisch. Titel not obtained. Achso, das ich hab da ja noch nicht. Okay.
So. Ja, es ist noch ein bisschen störrisch. Also es ist reitet noch nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Man konnte aber auf jeden Fall irgendwo auch das Pferd angucken. Okay. Genau. Da. Kommen wir hier rüber? Ja. Wir können auch die Quest abnehmen. War das das jetzt? Nee. Da stand gerade irgendwas mit Famila. Auch abgeschlossen. Das hier sind optionale Quests. Das sind keine Main-Quests. Die muss man aber auch alle mitmachen. So, wie komme ich jetzt wieder runter? Z war das, ne? Ah, Z war das Pferd. Genau, hier sieht man jetzt das Pferd. Kann man auch den Namen ändern. Man kann hier die Dinger freischalten. Man sieht hier die Geschwindigkeit, wie schnell es ist. Ja? Also die Meter pro Sekunde oder was sind das hier? Angriffsspeed. XP. Bam. Ja. Physical Defense, Damage pro Sekunde und so ein Zeug. Hier kann man auch ein bisschen equippen. Das hier, keine Ahnung, das könnte Pferdeskill sein oder sowas, aber hier gibt es dafür equipped drei Sachen. Ah, könnte ein bisschen mehr sein, ne? Ja, runtergesprungen von dem Horse. Und hier sieht man jetzt schön, 400 XP bringt eine Dingens hier, das sind 10%, also man muss 10 Quests machen für ein Level Up, wenn nicht sogar mehr, das war jetzt schon eine gute Quest. Hier, was gibt die hier? 800, okay. Aber habt ihr gerade gesehen, da gab es zum Beispiel jetzt die Schuhe, die ich brauche. Und hier gibt es noch eine größere Tasche und dementsprechend muss man wirklich jede Quest machen. Also hier gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, ich mache die Quest nicht, weil dann müsstet ihr gegen starke Gegner von die in der vorherigen Folge, in der ersten Folge gesehen gehabt, dass die Gegner wirklich richtig stark sind. Ja, da muss ich jetzt hin, das wäre mein Ziel ganz rechts hier hinten, hier oben, in das Camp und in die Richtung wandern wir jetzt auch. Das hier war, ach ja, genau, ey. Ach, hier war das. Ja, auf jeden Fall muss man alle Quests machen, damit man vernünftiges Equipped hat, um farmen zu können. Ohne diese Quest Equipped könnt ihr nicht wirklich gut farmen. Ja, dann habt ihr echt, wie fängt schon bei der Waffe an, hätte ich die Quests nicht gemacht, hätte ich nur halb so viel Angriff. Ach, das sind Sekunden, die er dran steht. Ich dachte immer, dass er Damage... Ach, da oben ist der Damage. 81, 304. Ah, gut. Thema-Dingens muss weg. Das bleibt da. Ja, bei der Quest hing ich in der japanischen Version ziemlich lange, weil die Quest absolut nicht offensichtlich war. Also, kaputt kloppen, okay, ich wusste den Namen der Leute, aber detonated Breaking Ballista mit dieser Bombe, das war sehr, ja, ich bin da nicht durchgekommen. Vor allen Dingen haben die hier zum Teil überhaupt nicht gezählt. Ich weiß nicht, ob es einfach scheiße war von der Übersetzung oder so. Ja, seht ihr jetzt auch, was ich meine, ja. Hier guckt auf, was ich an Damage abkriege. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Waffe nicht hätte, hätte ich doppelt so lange benötigt, um die wegzukloppen. Ja, jetzt hier kommt Hot Shot. Ja, ich muss irgendwie hier so einen dreifach gesteckten machen. Aber das wäre der verkehrte gewesen. Detonated by the Dragon. Ja. Also es ist... Ach ja, hier, die Dinger da. Also hier muss man wirklich rumrennen und erstmal alles Mögliche kaputt kloppen. Ifrien,
Ja, das gab jetzt ein und das war halt ziemlich durcheinander. Ich habe halt hier den Namen gelesen, dachte hier Breaking, was ist, Alter, wie explosiv. Und habe hier die ganze Zeit hier die Mobs gekloppt, ja. Und ihr seht, aber droppt jetzt gerade hier auf jeden Fall besser. Die sollen aber den Gürtel geben. Und das war dann doch ziemlich durcheinander, ja. Ja, No Effect, auch geil. Da sieht man auch nur Feuer bringt hier was. Hier ein Triple Stack und dann schön mit Burning Damage oben drauf. Damit haben wir die Quest hier auch. Und müssen jetzt hier oben auf jeden Fall noch ein paar kloppen. Oh, 377, der war richtig fett. Wobei hier ja dran steht, dass der mehr Damage machen würde. Der hier. Na okay. 300, dann der Standardschuss, bis ich den Skill wieder benutzen kann. Halt eine Cooldown-Zeit, oh Mann, das muss ich beachten. Der Witz ist auch, dass die hier alle irgendwie aggro sind. Ja? Das heißt, in vielen Spielen ist dann erst ab Level 20 oder was Aggro-Mobs. Hier ist wirklich schon sehr früh. Ihr seht auch die Cast-Zeit der Gegner. Das heißt, wenn die da ihren Body-Slammer rausknallen, dann wird es auch ganz schnell eng für euch. Das hier ist doch nicht schon die Boss-Arena. Nee. Also ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Also hier war ich jetzt die Bombe. Habe ich sie gelegt oder habe ich sie nicht gelegt? Nö, natürlich nicht. What the hell? Habt ihr das gesehen? Wie viel Damage das war? Das hier ist auf jeden Fall ein böser Junge. Aber das könnte schon mein erster Tod sein. Aber nicht. Ihr seht ja, manchmal ist der Ladebalken des Skills ein bisschen rumhampelt, also der leckt dann irgendwie. Das ist, wenn man dann wie so ein Wahnsinniger auf den Skill drückt. Das ist leider nun mal so. Ja. Also. Ja, was gibt er denn? Was gibt der denn? Noble Spirit, da wissen wir auch noch nicht, was das soll. All Crafting Skills. Irgendwas. Ach so! Damit kann man, glaube ich, besser craften, upgraden oder so. Können wir ja mal ausprobieren später. Ja, also man weiß gar nicht, welchen Skill man benutzen soll. Ihr habt es auch gerade vielleicht erkannt an den Kisten, je nachdem wie die droppen, wenn die hier so normal sind, braun, dann ist meistens nur Geld oder so drin. Da, das ist ja wirklich hier. Hey, war das so früh? Das ist der... Nee, aber hier war doch eine Statue daneben. Nee, das ist... Ich weiß nicht, ob sie es geändert haben. Ich kann mich da nicht mal so ganz genau daran erinnern. Ihn hier muss ich auf jeden Fall erledigen. Vorher mache ich aber, glaube ich, den hier erstmal weg. Ja, guck mal, ey. Stang. Und Zeugverbrauch, Alter. Ja, ich probiere den mal, aber es war ein Level 10er, das war nicht der hier. Oh, oder? Er könnte es doch sein. Ja,
Okay, beim Laufen kann man Heiltrank benutzen. Ja, okay, ich habe ihn geschafft. Das ist schon mal sehr gut. Also es war hier nebendran, war auf jeden Fall eine Statue, aber das ist nicht der hier. Das bin ich mir ziemlich sicher. Weil er das hier nicht ist. Ah, mit dem Heiler war, glaube ich, einfacher. Na, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ah, und zerbricht er mich damit? Nee. Ah, ich wollte mich jetzt hier nicht um meinen letzten Heiltrank bringen. Deswegen wollte ich lieber zurücklaufen und hoffen, dass ich mit den ganzen Quests jetzt ein Level abkriege. Aber das sieht mir nicht danach aus. Cannot fly, can summon pets, can mount. Okay, darunter muss ich. Ja. Hüpp, wieso ist da Dingen da unten? Mein Aufnahmetoken-Dingen da, das ist jetzt links unten, das ist auch vorher rechts oben. Weil ich nämlich gerade dachte, ups, ich habe nichts aufgenommen, laber hier wieder in die kaputte Röhre. Ja gut. Kann man hier die Map ein bisschen verkleinern? Ah ne, nur eins. Anzoomen, rauszoomen, fertig. Kannst du wegmachen, na toll. Kommt da einer? Nee. Das heißt für mich, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein Leute, bis dann, ciao.